Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei No Man's Sky. So, bevor wir loslegen, eine kleine Information. Ich habe ein paar Mods installiert, allerdings nichts Schlimmes. Und zwar fangen wir direkt mal an. Wenn ich hier durchschaue, sehen wir, es wird nicht mehr grün. Es bleibt so, wie es ist. Das gefällt mir eigentlich auch besser, wenn ich ehrlich bin. Dass wir uns hier nicht jedes Mal, weil es macht mich schon ein klein wenig traurig, gerade hier auf dem Planeten, wenn wir die Herbststimmung in so eine wunderschöne, idyllische Karibik-Stimmung verwandeln und dann auf einmal alles grün ist. Deswegen erstmal, also hatte ich ja sowieso schon mal vor, ne, eine Mod, die dann einfach die Originalfarbe durchs HUD zeigt, weil mir das ein bisschen zu blau war, ein bisschen zu viel geändert hat. So, das finde ich schon mal nicht schlecht. Dann habe ich noch eine Mod installiert, die die Wolken verbessert. Mag sein. Da kann ich jetzt nicht so den großen Unterschied merken oder sehen. Dann, ja, die Vignettierung rechts und links oben oder an den Rändern, das hatte ich ja schon mal länger installiert. Dann Better HD Clouds, also wenn wir auf den Planeten zufliegen, dann habe ich da 2K-Texturen installiert. Und mal schauen, wie das aussieht, also nichts Gameplay-Veränderndes. Dann habe ich noch eine Sache installiert, das hatten wir ja schon drin. Ich gehe jetzt bloß mal kurz alles durch, dass die Lichter nicht mehr so eine krasse Überstrahlung haben und dass die Kreaturen 300% weiter angezeigt werden, ne, also die ganzen Tierchen, dass man die auf eine größere Entfernung einfach schon sehen kann. Das finde ich nicht schlecht. Und ich habe eine Mod deinstalliert, die Sache mit den Piraten. So, gut. So viel dazu. Also, wir hatten vor, ich würde hier gerne noch wenigstens das Dach draufsetzen und dann können wir von mir aus auch erstmal gern wieder die Hauptquest weitermachen. Wir müssen noch 7 Aliens zuquatschen und jetzt überlege ich gerade, wir brauchen nämlich Kohlenstoff. Und ihr habt mir wieder viele, viele, viele Tipps gegeben. Vielen Dank dafür, ich bin da sehr dankbar, auch wenn ich manchmal nicht auf alles antworte. Dafür antworten dann gern andere drauf, finde ich auch nicht schlecht. Aber ich lese mir das immer alles durch und bin da wirklich sehr dankbar für, weil da viele, viele schöne Sachen dabei sind. Ja, ich gebe jetzt nicht nochmal alles wieder, aber ja, da waren ein paar schöne Sachen dabei. Und jemand meinte auch, man kann wohl häufiger an den Stationen im Raumhafen, oben im Orbit, kann man wohl häufiger mal ein Upgrade abgreifen für den Anzug. Und zwar, dass man dafür wohl einfach eine Weile warten muss. Können wir gerne mal probieren, müssen wir mal schauen. So, 94 Kohlenstoff, Wunderbärchen. Sehr schön. Und wir werden unseren Kollegen hier nochmal umstylen. Das habe ich nochmal vor. Das machen wir nochmal. Und natürlich auch, jetzt erzähle ich es doch, wegen dem Scanner und so weiter. Da gibt es wohl dann später nochmal deutlich bessere Scanner für unser Multitool hier. Dafür, dass man dann auch deutlich mehr Geld beim Scannen fürs Scannen bekommt und dann auch fürs Hochladen und mehr Nanit und so weiter und so fort. Oh, und ja, das müssen wir dann alles mal machen. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal ein schönes Multitool. Ne? Bei Nada Apollo liegt eins rum, kostet 2 Millionen. Das wäre natürlich optimal. Wie viel Geld haben wir denn? 1,35 geht. Das wäre natürlich optimal. Dann könnten wir uns dafür einiges leisten. Und schauen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, wir düsen nachher mit Sicherheit dann in der Folge auf alle Fälle nochmal zur Raumstation und gucken uns da nochmal die eine oder andere Sache an. So oder so, 7 Aliens. Mal gucken, ob wir die da oben zusammenkriegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wie viel Natrium habe ich noch dabei? 117 und 250. Ja gut, wir haben noch einen Stack. Nehme ich ruhig nochmal ein kleines bisschen mit. Nochmal ein Bäumchen und dann dürfte es vielleicht schon reichen, dass wir auch ein Dach oben drauf setzen können auf unser erstes Gebäude hier auf dem Planeten. Übrigens, ich kann jetzt sehr gut die Wetterlage unseres ersten Planeten nachvollziehen, auf dem wir so 50, 60 Grad hatten. Ähnlich viel sind es aktuell in meinem Dachgeschoss hier. Es ist nicht weniger. Also kann ich gut nachvollziehen, wie es sich dort angefühlt hat. Ja, nach wie vor, es fehlt immer noch eine Spezies hier auf dem Planeten, die suchen wir auf alle Fälle noch, bevor wir aus dem System abbauen. Wir haben in dem System, glaube ich, noch den einen oder anderen Planeten, den wir uns noch angucken können. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir haben im System 5 Planeten, sind jetzt gerade mal auf dem zweiten, auf AHA. Und 3 hätten wir da noch. Schauen wir uns dann nochmal an. So. Ja, wegen Dach, ich hätte gerne eigentlich... So, die große Schräge können wir noch nicht bauen, ne? Entweder halt ein normales Dach erstmal drauf, halt hier so eine Platte. Oder von mir aus auch hier mit einem Fensterchen drin.
Können wir eigentlich machen, ne? Warum nicht? Dass wir sagen, okay, pass mal auf, dann bau hier da und, ne, war schon richtig, da eins mit Fenster rein. Kann ja auch später bleiben, wenn wir dann, juhu, Gebäude ist fertig. Ne, ist doch ganz geil, oder? Gefällt mir. So, genau, das dahin. Und dann würde ich hier vielleicht noch ein kleines bisschen... Gab's nicht mal... Ach nee, das ist mir zu groß. Was ist das hier? Ah ja, hier so eine kleine Umzäunung. Oder wir ziehen die Terrasse hier unten noch ein bisschen weiter rum. Huch, Nenu, stehe ich im Weg? Kann ich hier nicht bauen? Doch, geht. Dass wir die Terrasse hier noch ein bisschen weiter rumziehen. Warum nicht, oder? Ich meine... Aber einer flink mit dem Bauen. Vor allem hier die kleinen Stückchen kosten auch einfach mal 20 Kohlenstoff. So 6 Stück können wir noch bauen. Nicht dein Ernst, der kommt jetzt hier nicht hoch. Doch, da. Da ging es hoch. Super. So, guck mal, da wird doch langsam, ne? Würde das gehen? Ach, uns fehlt reines Ferrit. Ich habe kein reines Ferrit mehr mit. Haben wir noch normales? Wir haben noch Ferritstaub. Ich gehe mal ganz kurz zu unserer... Ja, hier, das ist natürlich auch so eine Sache. Da müssten wir nochmal ran. Und zwar, dass wir hier wenigstens irgendwie so eine Ecke drunter bauen. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Warum brauche ich für die kleine halbe Wand 40 Kohlenstoff und für so eine ganze plus 20? Ach ne, brauche ich auch 40, ne? Dass wir da auch so eine Ecke bauen, dass das ein bisschen gestützt aussieht. Aber es gefällt mir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wir brauchen reines Ferrit. War hier noch was drin? Ich glaube nicht. Doch, chromatisches Metall. Übrigens, danke für den Tipp. Kobalt gibt's in wohl sämtlichen Höhlen. Wir müssen so oder so mal eine Höhlentour irgendwie machen. Wo ist er denn? Ferritstaub. So, einmal Stadt. Da können wir ruhig nochmal nachfüllen. Haben wir noch verdichteten Kohlenstoff? Wir haben nichts mehr da an verdichtetem Kohlenstoff. Da ist auch nichts mehr drin. Dann brauchen wir wieder Kohlenstoff. Ist auch wieder Nacht geworden. Alles gut. Ja, ich hätte das vielleicht eins zurücksetzen sollen, dass die Treppe schon 1R anfängt und die Terrasse da oben 1R. Ja, mal schauen. Erstmal Kohlenstoff. Licht kann ich jetzt auch endlich anmachen. Jetpack Boost. Das ist geil. Danke für den Tipp. Das ist schon länger her, dass ich mit dem Jetpack Boost unendlich lange mit dem Jetpack rumdüsen kann, solange der anhält. Leider gibt es keinen Indikator, außer die Mitteilung, dass ich dann das Wandern nachlässt. So, mal gucken, ob aus dem großen Baum jetzt noch mehr rauskommt. Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Nö, das ist immer so ungefähr gleich. Ui, was ist denn das? Ach so, einer der Sternknollen. Na gut. Ich habe doch noch verdichteten Kohlenstoff mit. Ach ja, hier. 23. Ach so, aus Versehen beide gleichzeitig versucht abzubauen. Das geht natürlich nicht. Na, nein. Erstmal den. Und jetzt den, genau. So, auch nochmal ein bisschen Ferritstaub können wir ruhig nochmal mitnehmen. Zack. Achso, das sind zwei. Super. Super. Die olle Drohne kommt nicht, ne? Ui, 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 ein heißer Regensturm nähert sich. Ihr habt natürlich recht, auch wenn so ein Sturm sich nähert oder egal was für ein Unwetter. Dass man sich dann einfach mit dem Terrainmanipulator eine kleine Höhle gräbt. Das kenne ich noch, das hat damals schon gut funktioniert und klappt natürlich immer noch. Kann man ruhig, ja bestimmt eigentlich, wenn man da unterwegs sind, könnte ich das auch häufiger mal machen. Manchmal denkt man an so ganz einfache Sachen nicht, obwohl man die selber schon ein paar Mal gemacht hat. Kann ja immer mal passieren, aber finde ich gut, dass er mich da nochmal drauf hinweist. Der leuchtet, nanu. Ach so, die Drohne hat da gerade rumgescannt. Ich
finde meine Hütte nicht mehr da drüben. Super. Okay. Sehr schön. Hier drin ist doch wunderbar angenehm. Da fällt mir ein. Wir haben natürlich noch. Was ist das denn? Achso, das Nachrichtenmodul. Einmal Metallplatten, einmal Kohlenstoff-Nanorohr. Stimmt, wir hatten jetzt noch so ein paar andere Sachen mal irgendwie erlernt. Uns echt mal so einen Ionen-Akku besorgen und ionisiertes Kobalt brauchen wir auch noch mal ein bisschen. Noch mal eine schöne verschlossene Kiste. Nein! Dafür opfere ich nicht mein Ferrit. So, ein paar Leuchten. Ach ja, die kosten bloß Natrium. So. Da mal zwei. Was haben wir denn noch? Die anderen Leuchten noch. Die Bauleuchten. Hier. Bettchen. Drehen war R und T. So. Wobei, das Schlafzimmer hätte ich gern oben irgendwo. Vielleicht hier so einen Tisch erstmal in die Ecke. Oder erstmal mit einem Stühlchen anfangen. Sternenseide. Das ist nicht euer Ernst. Ich brauche fürs Bett, was deutlich mehr Materialien braucht, anscheinend, augenscheinlich, anhand der Größe, brauche ich nichts weiter außer verdichteten Kohlenstoff. Und dafür brauche ich auf einmal Sternenseite. Seide. Brauchten wir das neulich auch? Hatte ich nicht schon mal was gebaut? Weiß nicht. So, egal. Da kommt erstmal ein Tischchen hin. Was hatten wir noch? Noch ein paar Fahnen. Hat der Sturm wieder nachgelassen? So ein Fähnchen. Okay. Ach so. Richtig. Oh. Das wenigstens so ein bisschen gestützt aussieht. Ne? Da muss ich jetzt nicht überall hier drunter was bauen. Ah ja, genau. Das interessiert mich jetzt, ob das geht hier hinten. Würde ich hier gern, wenn das nicht viel ist. Das geht. Okay, das ist super. Dass das funktioniert, das mache ich jetzt mal. Es kostet zwar viel, es richtet da nicht so viel an, aber das möchte schon sein. Wir können ja draußen noch so eine Baulampe irgendwo hinstellen. Oder so ein Licht irgendwie. Kann man das Licht, kann ich das hier oben auf die Ecke stellen? Das wäre geil. Ja, das geht. Das hat doch was, oder? Kann man davon auch irgendwie. Material. Ach, tatsächlich. Das würde auch gehen. Okay, gut. Das wollte ich nur mal wissen. Und was sagt er? Ich finde das erstmal gar nicht so doof. Es wird langsam. Wir brauchen natürlich noch deutlich mehr Baupläne und so ein Kram. Aber so nach und nach, ganz entspannt, kommen wir dann schon ran. Gut, dann lasst uns mal zur Raumstation düsen. Ach, dort. Ich habe es gerade gesucht. Und nicht gefunden. Rein in die glühende Verzweiflung. Das ist übrigens ein ganz, ganz toller Name für ein Raumschiff. So.
gehen wir mal auf Aliensuche. Wir haben ja dann, wenn wir noch zurückkommen, wir haben noch eine unbesuchte Basis. Ne, eine unbesuchte Handelsposten war das, den wir uns noch angucken können. Tritium, wie viel? 2 Tritium nur noch. Nehmen wir noch ein kleines bisschen Tritium mit. Kommt ja auch immer mal Silber raus und sowas. Ah, Überhitzung. Hier ist Silber drin. Ich meine, das bringt jetzt nicht so viel, aber immerhin. Ja, 2,2 Millionen war, glaube ich, das Multitool und der Frachter irgendwie 3 Millionen noch was. So, wie sieht's denn aus? Da kommt noch mal ein bisschen Gold rein, ja, ein paar Units für nebenbei. 87 Tritium. Nehme ich mal noch ein kleines bisschen mit. Überhitzung. Gut. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da links. Eine Raumstation. Und los. So, fein. Die Navigationsdaten, ja, die behalten wir, die bringen nicht so viel Geld. Auch das ist eine Sache, die ich gern irgendwann mal in eine Kiste packen würde. Warum ich das so nicht austauschen kann, ist mir ein Rätsel, dass ich es immer erst wegnehmen muss. Na gut, die ganzen Bergbausachen, da hätten wir halt schon mal was für unser Multitool. Auch eine schöne Sache, Hyperantrieb. Da könnten wir noch die Warp-Zelle reinpacken. Sternknöllchen bringt nicht so viel Geld. Reines Ferrit auch nicht. Ja, wir können ja dann auch erstmal, wir machen jetzt erstmal die Hauptaufgabe. Gucken wir noch, dass wir die 30 Leute zusammenkriegen, also 7 Aliens noch. Und, ach guck mal, der Planet ist direkt noch unentdeckt vor der Raumstation. Dass das vielleicht einer wäre, Iopio 11, Kobalt, reines Ferrit und Kupfer gibt's. Dass wir uns den vielleicht dann auch nochmal anschauen. Halt nicht in die Raumstation reinkrachen. Das finden die oft nicht so geil. Und gar nicht als Neuer, wenn man sich hier, also nicht als manuell Neuer, sondern als neuer Pilot hier im System. Huch, das war knapp. So. Wir sind wieder da. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Wir verändern nochmal unser Aussehen. Jemand meinte, mir hängt da ein Sack am Hintern. Ui, hallo. Was hätten Sie gern für Ihr Raumschiff? Mahlzeit, ich verstehe dich sowieso nicht. Will bloß dein Schiff. 19 Plätze? Nee, wir haben 19, der hat 23. Eintauschen? Eintauschen? Ach nee, das hat 19. Ich wollte gerade sagen, wir haben 23, das hat 19. Gut. La, 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 la. So, hing hier noch irgendwo ein Alien rum. Ich weiß nicht, ob wir mit denen schon mal gesprochen hatten. Ich glaube schon. Ich gehe. Ja, das hatten wir schon mal. Ja, die kennen wir alle schon. Kapitän Lambda. Ui, was braucht der? Nach einem tiefen Gurgeln stößt der Gag eine wohlriechende Gaswolke aus. Die Kreatur reibt sich ihre leeren Hände und lächelt mich vergnügt an. Mit organischen Elementen bedanken. Was rücken wir denn dann raus? Halt. 15 Kohlenstoff. Ach hier, komm. Natrium. Gib dir mal Natrium hinten rein. Der Händler nickt
kurz dankend erzahlt für meinen Beitrag, hatte sich aber anscheinend etwas anderes erhofft. Na trotzdem, 1000 Units. Zählt aber auch nicht als neuer, also kennen wir die alle schon. Aha, der Krieger knurrt mich an und seine Finger schweben über den Kopf des Injektors, dessen Inhalt mit Sicherheit gefährlich für Leib, Leben oder Ausrüstung ist. Er verlangt eine Antwort. Autorität zeigen. Informationen preisgeben. Keine Ahnung, was er will. Ich tue mein Bestes, um alles zu sagen, was ich weiß. Ich erhalte eine Belohnung. 16 Nanit. Geht so. Besser als nichts. Immer, es ist immer besser als nichts. Egal, was man erhält, ist immer besser als nichts. So, dann verhökern wir mal das bisschen, was wir noch dabei haben, was wir erstmal nicht brauchen. Pugneum. Ja, komm. Ich brauch's erstmal nicht. Mordit genauso wenig. Weg damit. Sternknolle, die eine. Weg damit. Paraffinium, weg. Silber weg, Gold weg. So, ja. Ach, guck mal, Ansehen hat sich nochmal verbessert bei den Viking. Huch. Atlas Pass V3, genau. Was ist denn das hier eigentlich? Habe ich das schon? Das geht nicht. Na gut. Mahlzeit. Hallo. Ja, schade. Was musste ich denn dafür ändern? Die Beine? Ach genau, hier musste ich ja... Ah ja. Okay. Dann nehmen wir mal das, ne? Können wir mal gucken. Torso. Dass es vielleicht passt und zusammengehört. Nehmen wir mal den. Der gefällt mir auch. Rucksäckchen. Ach, ich kann den auch... Ach so. Was verändert sich denn? Die Musterung, oder? Ach so, das ist der Stil und das sind die Male. Ah, okay. Ne, das Türkis gefällt mir überhaupt nicht. Da müssen wir nochmal ran. Wo kommt denn die Farbe her? Oder ganz in Weiß? Ganz in Weiß? Ist es dann zu viel weiß? Können wir mal probieren, oder? Obwohl? Doch, geht. Komm, wir rennen mal eine Weile als Weißer rum. Also, Mensch, mit einem weißen Raumanzug. So. Okay, immer noch 23. Gehen wir mal darüber. Ach stimmt, ich kann ja hier nicht schlagen. Tüdelü. So, ich glaube, mit denen hatten wir noch nicht gesprochen. Vielleicht mit einem, aber ein paar kriegen wir noch zusammen. So. Jo, 24. Super. ...25, wunderbar. Könnte knapp werden mit den 5. Na gut, da hinten stehen noch 3 sogar rum. Ach hier. Die Lebensform sieht mich um Hilfe bittend an und zeigt mir einen einzigen, langsam unverzweifelten Bewegungen auf meine gesammelten Ressourcen. Vielleicht Kohlenstoff, oder?
Die Entität führt das Element langsam in einen Steckplatz in ihre Hüfte. Ich weiß wo. Ein. Sie erwacht teilweise und bedankt sich bei mir mit einem Geschenk. Toll. 25 Nanit. Jawohl. So, 26 von 30. Och, hier stehen noch genug rum. Oh, der ist ja interessant. Guckt euch den mal an. Hallo? Okay. Das ewige Schiff gehört mir. Ich habe noch Plätze frei, wenn du etwas beitragen kannst. 100 Nanit. Ach so, Nanit anbieten. Reisender Muster nimmt mein Angebot an und gibt mir dafür ein Paket. 30.000. Och, ich werd bekloppt. Dafür opfere ich gern 10 Nanit. Kann ich das nochmal machen? Ha! Das ist ja geil. Komm, einmal machen wir noch, dann haben wir 1,5 Millionen. Wir können das jetzt ewig machen, aber ich will auch nicht unser schönes gesammeltes Nanit verballern. Gut, wir haben noch 1800 Nanit. Okay, einmal müssen wir noch machen. Er freut sich. Guck mal, wie bekloppt. Er freut sich, wie bekloppt. Ha, wie cool. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja toll. Richtiges Tohuwabohu hier. Ist ja einiges los an der Raumstation. Sieht aber schon ein bisschen komisch aus jetzt, ne? Ich meine, da ist ja als Hals dient ja nur diese kleine. Dient ja nur diese kleine, ja, blitzartige Verbindung. So, 3 brauchen wir noch. Hallo, grüß dich. Ich atme mal tief ein. Ich atme tief ein und fülle meine Lungen mit dem Duft. Ich fühle einen seltsamen Zwang, Junis auszugeben. Habe ich was verloren? Nö. Okay. Jetzt stecken wir auch noch in dem anderen drin. Okay. Nein, nicht nach dem Weg fragen. Ah, okay. Na gut, ein interessanter Ort. Immerhin. Einer fehlt noch. Chemiker, nehmen wir den noch mit. Der Kovacs zeichnet Pläne in die Luft, die wohl zu irgendeinem komplexen Bauplan gehören. Pläne scannen, komm schon. Laut meinem Scanner sind das die Pläne für ein beeindruckendes Raumschiff. Es ist groß und elegant, vielleicht wird es eines Tages gebaut. Cool. So, abgeschlossen, Missionsziel. Dann wieder zurück zum anomalen Signal. Okay. Dann würde ich das direkt noch machen. Lass uns da mal noch hindüsen. Ach, hier 30 Aliens getroffen. Das war der Meilenstein, okay. Dann fliegen wir später mal auf den Planeten runter. Was wurde bei dem nochmal angezeigt? Der ist ein einsamer Planet, das wollte ich wissen. So, und die Anomalie, die ist da hinten bei dem. Herrlich. Das ist jetzt Folge 15 sogar schon, sehe ich gerade. Uiuiuiui. Zeit vergeht, ich nehme jetzt auch relativ viel immer noch auf. Brauche jetzt sowieso ein bisschen Vorlauf wegen Urlaub bald, dass da genug da ist. Bisher ist es noch kein bisschen langweilig geworden. Zwischendrin war es ein wenig zermürbend, als mir diese komischen Polizisten da von der kleinen Drohne bis übers Weltall dann gefolgt sind. Und ihr meintet ja auch, dass die Piraten tatsächlich nicht ganz so bescheiden sind, um gegen die zu kämpfen. War hier der Eingang? Nee. War er hier oder auf der anderen Seite? Ist auf der anderen Seite. Das ist ja cool aus da hinten. Überhaupt. Und da ist der Frachter, den wir uns kaufen könnten. 3 Millionen. 3,3. So. Bin aber weit weggeflogen. Dann schauen wir mal.
Ja, und das passt auch von der Zeit her ziemlich gut heute. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen bis hierhin und beim nächsten Mal geht's dann direkt hier weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.